So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem nächsten Cast, liebe Leute. Und zwar, ja, Desperation vs. Exodus bei DIV, liebe Leute. Und wir spielen heute jetzt auf Café, beziehungsweise zocken wir jetzt easy auf Café. Laden wir beide Teams auf jeden Fall ein und checken wir auf jeden Fall aus, ob die dann noch beide kommen. Wir haben ungefähr noch ein paar Minuten Zeit. Und wollen natürlich schon beide Teams einladen, damit die eh noch ein bisschen Zeit haben, damit es pünktlich um 22 Uhr dann auch für euch losgeht da draußen. Mal gucken, ob ich irgendwelche Spieler hiervon schon kenne. Auch vier gemeinsame Spieler, die wir kennen. So, dann laden wir aber noch beide mal ein. Wollen mal gucken, wo das hinführt uns hier, liebe Leute. Wir spielen natürlich auf Café. Die Regeln sind klar. Wer die Map gewinnt, der kommt auf jeden Fall weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich natürlich schon. Was, Digga, Alter? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Na? Ich habe gehört. Ja, alles gut? Ja, ich habe gehört, Aracast hat dich eingeladen. Genau. Was da passiert? Komplikation. Okay, alles gut. Weiß ich nicht. Naja, aber hat sich auch entschuldigt dafür, also alles okay, kein Stress. Ich dachte schon, Alter, hier. Nee. Ich muss ja Stress machen oder was? Dachte ich schon. Nee, also freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt klappt und ihr gegeneinander zocken könnt. Ja, ich dachte auch, dass wir eigentlich Best of Three spielen, aber ja, ihr hattet ja recht, ich habe mir das dann durchgelesen und das stand ja dann Best of One. Ja, wir spielen BO1, genau. Von daher ist das kein Ding. Aber sonst dachte ich, ich schaffe es nicht bis 22 Uhr, weißt du? Aber so ist okay. Ja. Hier ist perfekt. Ich sag mal kurz mein Macy's auch mal rüber, komm auf meine Seite. Eine Sekunde. Ja, sag mal Bescheid. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier Exodus. Bei DIV auf der rechten Seite. Im orangenen Team. Hi Joanna, willkommen zum Livestream. So. Ach ja. Aber ich check trotzdem nochmal Discord aus.
Ja, aber Dings ob denn mit euch geschrieben, Enter Türkment? Genau, ja, haben wir gesagt, ja, dass er das castet und dann hat er gelesen, nee, dass doch du das castest. Irgendwie, keine Ahnung. Ein Kunde. Aber ein netter Mensch, ein netter Mensch. Ja, ja, es ist korrekt, hat schon oder Mensch, oder Ehrenmann auf jeden Fall. Ach, der ist ein Ehrenmann, ja. Das hab ich mal nicht böse genommen, hab ich, kann er ja nichts für, Digga. Das heißt gut. Ne, deswegen haben wir extra die Gruppe, wo er mal rinschreibt, wer welch was castet, aber er hat, glaube ich, nur hingeschrieben, dass er eins um... Um 20 Uhr castet, war? Ja, um 20 Uhr hat er das gecastet. Genau, der hat das Spiel gerade von vorne gecastet, ja. Irgendein Spiel, weil ich weiß nicht, welches, keine Ahnung. Na gut. Jo. Dann warten wir noch auf den Rest. Hi Elias, willkommen zum Livestream. Ich lade mal kurz mein Mate ein, also ich höre dich mal ganz kurz nicht ein. Alles gut. Leute, das kriegt das schon wieder super an. Okay, ich lade mir jetzt den anderen nochmal ein. Ich hoffe, dass er jetzt auch kommt und nicht, Enter Türkment abhängt. Da könnt ihr auch gerne mal einen Follower lassen bei dem Jungen. Mir geht's gut, mir geht's sehr gut, ja. Elias, ja, war schade, dass wir gerade nicht den epischen Sieg geholt haben in Fortnite. In Runde zockt bloß. Okay, die sind gerade in Ranked Match noch. Steht 3-4. Hallo. Nicht, wir warten noch auf euer Team, das ist gerade noch ein Ranked Match, das steht 3-4, haben sie mir gerade geschrieben über Discord. Alles gut, kein Stress. Die Gegner oder was? Ja, die Gegner, genau. Digga, Tipp fehlt noch. Ihr habt auf jeden Fall Zeit. Ich schreibe hier aber nochmal rein, dass... Achso, jetzt fehlt der andere. Warte mal, ich lade ihn mal ein. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Danke für die Follower. Den Gegner habe ich jetzt schon eingeladen. Wir warten noch kurz. Hier sind ein Ranked Match, Leute. Gleich starten. Nee, ja, ich habe um 17:26 Uhr schon mit den Leuten geschrieben, also mit Your Desperation, dass ich um 22 Uhr das caste. Wuhu! Folge dir schon sehr lange auf. Huch, was ist denn da passiert? Ah, was ist denn da passiert? Hi. Du bist der Caster. Der war schon ein bisschen länger her.
dass du auch von meinem alten Team ein Spiel hast. Das kann sein, also ich kenne, gefühlt kenne ich 80% aller Spieler, die hier bei dem Turnier mitmachen, kenne ich ja. Ja, nee, mein Name mit zwei Bindestrich ohne das EX halt, das war früher mein Name und ich habe mit, ich weiß nicht, ob dir der Name Sebastian was sagt, hier ist mein Elflex. Natürlich, Digga, ja klar. Genau, bei dem habe ich in seinem Team gespielt gegen, wie heißt der nochmal, Call Me und so. Ach krass, Alter. Grenze. Ach krass, Digga. Länger, ja. Genau, da habe ich hier gefunden. Ich glaube, das ist über ein halbes Jahr oder keine Ahnung was, ja? Nein, ein bisschen weniger. Ich sehe gerade, ich bin noch gefunden, komm weg. Dankeschön, Brudi. Dankeschön, Ehre. Aber hätte ich jetzt meine Paystiffen, dann würde ich jetzt spenden, aber fuck, ich habe keine mehr. Alles gut, Digga. Muss ich spenden. Also, ja klar, doch, du musst spenden. Geht alles an die Blutkrebs. Ja. Aber, ja. Ach, Bruder. Hast du noch genug Zeit? Ich meine halt allgemein, Digga. Ja, ja. Ja, alles gut. Alle chick. 20 Euro habe ich schon eingenommen. Ja. Oh, perfekt. Easy. Vor allem bei dem letzten Match. Danke auf jeden Fall dafür nochmal. China, jetzt mach mal nicht diesen. Ja. Boah, danke China, dass du als bester Mod immer noch am Start bist. Ja, wir warten auf die anderen. Ich check mal kurz aus, Discord, wie weit die sind. Der Turkman hat immer noch nicht geschrieben auf Discord, der soll mal schreiben, was er jetzt macht. Ob er jetzt ein anderes Match castet oder nicht. Würde mich mal interessieren. Da sind sie. Tschüss, Joanna. Für den nächsten Casten werde ich auf jeden Fall mein Whiteboard hinter mir benutzen, Leute. Seid nicht verwirrt, weil der da jetzt noch steht, umgeschrieben. Wir werden auf jeden Fall alle Matches so verschrieben, die Caster. So, easy Leute, kein Problem. Lasst auf jeden Fall bei Enter Türkman auf jeden Fall mal ein Like da. Und ein Abo. Nee. Was sag ich da? Ein Follower, Leute, ich bin stark verwirrt gerade schon wieder. Es müssen auch die Seiten gewechselt werden hier. Ja, okay, nice. Geht jetzt so bei euch? Ja, wir sind alle ready. Ich weiß nicht, ob die EMG halt in uns Game Chat kommen, Digga. Wollt noch. Viel Glück wünschen. Kommen die rein oder kommen die nicht rein? Ansonsten würde ich warten, bis alle ihre Häkchen drin haben, damit es klar ist. Ja, ich sag mal Bescheid. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Willkommen zum Livestream. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Sehr schön. Seid ihr alle ready oder was? Ich würde warten, bis alle ein Häkchen drin haben. Ready. Okay. Ich sag Bescheid. Your Desperation auch? Okay, da geht's schon gleich los, liebe Leute. Wir starten gleich. Natürlich auf Kaffee. Beste Map. Okay, alle ready. Okay, Leute. Dann viel Glück euch, viel Spaß. So, ja. Good luck, ja, Jungs, ne? Gegenfalls. Viel Glück. Ja, ciao, ciao. Los geht's, Leute. Your Desperation versus Exodus bei DIV. Es ist 22 Uhr. Es ist 22:06 Uhr, liebe Leute. Aber es ist egal. Wir hosten jetzt trotzdem. Wir casten jetzt trotzdem. Danke für das Hosten übrigens. Und Brudi Ehrenmann mit 19 Zuschauern. Liebe geht auf jeden Fall raus.
Ja, checkt auf jeden Fall seinen Kanal auch aus. Lasst da mal einen Follower da, beziehungsweise er freut sich auf jeden Fall. Ich denke, er freut sich eh immer über jeden Follower. Und wir checken natürlich beide Teams erstmal aus. Ja, Desperation. Natürlich sind wir jetzt gerade in der Bannphase. Die können wir perfekt nutzen, um natürlich nochmal schnell in die Ränge reinzugucken. Hier haben wir einen Diamantspieler. Hier haben wir nochmal Dia. Hier haben wir Beatsam. Der ist Champion. Hier haben wir nochmal einen Dia-Spieler. Nochmal Platin 1. Glurakedon. Alter, sagt mir irgendwas. Auf jeden Fall schalten wir mal runter in Exodus-Team. Die Spieler kenne ich. Teilweise kenne ich natürlich viele Leute. Hier haben wir nochmal einen Dia-Spieler. Pia ist auf jeden Fall... Platin 1 war ja nicht auch dir. Bright ist so Platin 1. Nochmal ein Platin 1 Spieler. Und hier haben wir nochmal einen Champion Spieler. Also wir haben zwei Champion Spieler jeweils in den beiden Teams. Und das haben wir schnell mal erklärt und schalten wieder zurück in die Bannphase. Natürlich Termite und Maverick wieder rausgenommen worden. Da hätte ich mir natürlich in der Runde, die ich davor gecastet habe, beziehungsweise auf Clubhouse, hätte ich mir eigentlich auch schon vorstellen können, dass dann natürlich Termite und Band wird. Maverick war ja schon rausgenommen. Legion auf Club, auf Café ist natürlich eine kluge Entscheidung. Welche Elo sind beide Teams? Die Elo sind ungefähr von Platin bis Champion, könnte man sagen. Ja. Wie gesagt, wir haben hier zwei Champion-Spieler drinne. Und, nee, nicht Lennox. Wer war denn jetzt noch? Beatsam. Beatsam war, glaube ich, auch Champion. Hier sehen wir nochmal, wir haben zwei Champion-Spieler drin. Ansonsten sind alle Platin. In dem Cast davor zum Beispiel hatten wir auch Gold 1-Spieler. Also, viel Spaß bei Your Desperation vs. Exodus bei DIV. Danke auf jeden Fall für das Hosten, beziehungsweise für das Raiden, der Türkmann. Doch, der Host kam durch auf jeden Fall. Liebe geht auf jeden Fall. Let's go! Let's go, Leute! Danke auf jeden Fall für den Followern. So. Und da wird das erste Mal der S6-Pick genutzt. Von Gridlock zu Monte, liebe Leute. Wir haben da Tetra mit dabei, Sophia und Sledge, Hibana. Na, das wird auf jeden Fall eine geile Verteidigung. Natürlich auch mit Maestro, Käse, Jäger, Bandit und Smoke. Wir kennen es auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da anstatt Smoke Mute gespielt wird. Oben natürlich Legion und Echo gebannt aus der defensiven Phase. Und alle starten natürlich Chris mit Market. Und die erste Verteidigungszone ist auf jeden Fall Kitchen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, dass sie zuerst Kitchen gehen und nicht ganz nach oben. Ist schwierig. Aber ist natürlich deren Entscheidung. Für alle Leute, die dem Spiel nicht so mächtig sind, natürlich spielen wir 6 Runden, so wie es jetzt momentan ist. Angriff und Verteidigung und danach wechseln wir erst. Bazinga, danke für deinen Follower. Danke auf jeden Fall, liebe Leute. Wir schalten auf jeden Fall mal in die Übersicht rein, wie er verteidigt wird. Hier wird und nach vorne zu Bakery nicht geöffnet, sondern da wird wirklich verstärkt. Manche Leute spielen ja da relativ offen, aber Kessel hat da schon ihre seine Wände auf jeden Fall platziert. Und wir haben ja auch, glaube ich, kaum Leute, die Dings zum Spielen. Was ein bisschen schade ist. Aber ist okay. Also die Chill spielen. So wie Clash. Wir hatten in dem im Cast davor wirklich nur einen Spieler, der Clash gespielt hat. Und das glaube ich auch nur eine Runde lang. Und alle starten wirklich in der Westside. Im Market auf jeden Fall. Ihr seht es ja schon. Und da bin ich gespannt, wie angegriffen wird. Enter Türkmann, natürlich, Liebe geht auf jeden Fall raus. Alle Leute, checkt auf jeden Fall ihn noch raus. Ich habe den Link nochmal rein gepostet, werde ich gleich noch machen. Ich glaube, das wird sehr interessant. Das wird wirklich sehr interessant. Bin gespannt. Die anderen beiden Matches, also was Enter Türkmann heute vorhin gecastet hat, ging ja 7:1 aus. Und das Match, was ich auch gecastet habe, 7:1. Wir gehen mal hier vielleicht in den ersten Gunfight rein, wenn hier Jäger nämlich schon jetzt rausspringt und in den Tod springt. Sledge springt gleich rein. Könnte sich den nächsten holen. Hätte er richtig hingeguckt, hätte er natürlich da schon Maestro gesehen. Der wahrscheinlich gerade in den Camps hockt. Ich schalte mal schnell nach oben. Auf jeden Fall von Jäger nicht so ein smoother Move, muss man sagen. Nicht so ein smoother Move, liebe Leute. Das war doch ein bisschen aggressiv. Zu viele Leute lagen halt draußen vor dem Fenster und haben drauf gewartet. Digga, spam mal bitte nicht Your Desperation rein. Wir wissen, du liebst ihn. Du liebst das ganze Team. Liebe geht er eh raus. Aber erster Frag auf jeden Fall, Jäger. Und wir schalten hier mal nach unten. Zu Ibana. Da wird Active Bandit gespielt, noch vernünftig. Keiner ist vorne Bakery rein. Da wird noch gedroht erstmal. Kitchen wird noch ausgedroht. Ansonsten sind alle safe on spot unten. Und pusht er jetzt Ibana rein? Pusht er jetzt Ibana rein? Dann könnt ihr jetzt mal Jesu rausnehmen. Jesu aimt halt in die falsche Richtung. Hibana, let's go! Ich bin auch gespannt, ob Hibana hier den Shit rockt. Ach, Hibana kann er ja nicht durch. Ich habe die Käsewand gar nicht gesehen.
Bana momentan der Teamleader von dem Team Your Desperation. Auf jeden Fall ein sehr schöner Name, muss man sagen. Natürlich ist Exodus auch ziemlich geil, aber Your Desperation ziemlich gut. Und ein paar Leute von Exodus kenne ich auf jeden Fall. Liebe geht da auf jeden Fall nochmal raus. Ja, okay, du bist auf jeden Fall ein Pro, was kommentieren angeht. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Und die Bana ist raus. Der nächste Frag auf jeden Fall. Der erste First Blood hier vom... Oh, shit, Leute. Oh, shit. Ihr habt gesehen, Castle ist draußen. Das war der Triple Kill. Und damit geht schon die erste Runde. Die erste Runde geht an Your Desperation. Wir haben hier auch Beatsam mit 3 zu 0. Wie gesagt, ein Triple Kill von deren Seite. Nicht schlecht gespielt. Ein sehr, sehr guter Angriff. Natürlich wurde dann von hinten auf jeden Fall versucht anzugreifen. Nicht von vorne. Backwee wurde da nicht so viel eingenommen. Da kam sie eher von hinten über natürlich den Gefrierraum. Und da wird wieder Monte genommen. Sledge. Beatsam. Diesmal IQ. Diesmal haben wir hier von AOT Black Sky hier ein IQ-Pick. Da sind wir gespannt. Und Tachanka, ich wollte schon sagen, ja. Ich wollte schon, da wird schon von Tachanka gewechselt mit dem R6-Pick zu Jäger. Ich wollte schon sagen, da wird jetzt Tachanka gespielt, liebe Leute. Black Sky. Guckt, Black Sky hat auf jeden Fall gut gespielt. Bazinga, R6 ist dieser Black Sky krass. Naja, das werden wir jetzt gleich noch rausfinden, liebe Leute. War jetzt erst die erste Runde. Und der Angriff war auf jeden Fall sehr stabil. Obwohl alle natürlich im Market gespawnt sind, ging dann doch sehr viel über den Gefrierraum. Hier wird natürlich wieder Kitchen verteidigt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie da auf jeden Fall seine Castle-Wände platziert werden. Natürlich könnte man... Nein, es wird nicht offen gespielt, es wird wieder zugemacht alles. Ob die gleichen Käsewände wie gerade eben bei der gleichen Strat verwendet werden, ich denke mal schon. Die Double Door, ja, die Double Door kommt wieder. Die Double Door ist natürlich ein Muss bei der Strat. Das ist natürlich klar. Wir haben wieder Smoke dabei, wir haben Jäger dabei und Bandit. Aber kein Mute, ja. Wir haben hier kein Mute drin, sondern wir haben wirklich ein Smoke gespielt von Pia. Pia Uti Exodus natürlich, also falls ihr euch wundert, wofür das X steht. Und das auf jeden Fall. Okay, das war nicht gut. Was soll denn das, Joanna? Liebe Leute. Okay, wir schalten mal rein, wir konzentrieren uns später darauf. Bitte nicht spam, Digga, sonst kriegst du ein Timeout, Bazinga. Ich mag dich zwar, aber du kannst hier nicht die ganze Zeit rein spammen. Übertreib nicht, Pasco. Ja, Digga, chill doch einfach mal. Chill einfach deine Eier. Da wird auf jeden Fall noch die Drohnen von Monte. Der wird von oben aufgemacht. Ich schalte mal in den Aim von IQ rein. Nimmt IQ da schon jemanden raus? Gibt's da schon einen First Frag hier? Übertreib nicht. Boah. Danke, Joanna, auf jeden Fall. Oh, Pia holt sich den First. Oh mein Gott. Und nimmt hier einfach Lennox raus, liebe Leute. Damit ist Thatcher natürlich Geschichte. Thatcher hätte natürlich... Ich weiß gar nicht, ob Thatcher seine ganzen Granaten geschmissen hat. Ich schalte mal zu Monte. Einer über Bakery. Ansonsten drei Operator oben. Nee, zwei unten. Da habe ich Hibana völlig übersehen natürlich. Hibana könnte sich natürlich endlich mit ihren Breaching Charges. Oh, da ist IQ schon raus. Wir schalten mal schnell nach oben. Jäger an einem Superspot. Zu heftig. Ich schneide mir mal eine Scheibe ab, war heute mein erstes Mal. Alles gut, Diggi. Beatsam, Leute. Beatsam. Oh, und da ist Jäger aus Rauch. Jäger ist raus. Jäger ist am Rauchen, Leute. Danke fürs Followern, liebe Leute. Danke. Nicht schlecht gemacht. Beatsam macht natürlich ein gutes Thread. Spielt auf jeden Fall vertikal. Und versucht da seine Granaten noch gut zu platzieren. Ob das an Jäger vorbeigeht. Oh, Castle ist raus. Wir haben bloß noch Smoke und Maestro. Maestro nicht mehr on spot. Versucht zu rotieren. Kommt da die Rotation? Ich weiß es nicht. Smoke alleine on spot. Da ist Maestro ist draußen. Da geht der Plant auf jeden Fall durch. Ich denke, dass die Bana da auf jeden Fall nicht mehr absetzt hinter Monte. Und Smoke ist raus. Die zweite Runde geht auf jeden Fall an Your Desperation. Gut gespielt. Sehr gut.
angegriffen, ja. Die Verteidigung war auch stabil. Sie konnten sie lange halten, aber nicht lange genug. Und dadurch, dass sehr stark vertikal gespielt wurde von drei Operatoren, war es natürlich relativ schwierig zu verteidigen. Und da dachte ich schon, dass Bright EX Exodus auf jeden Fall raus ist. Finde ich natürlich geil, dass alle Operator vom Exodus-Team ihren, oder beziehungsweise alle Member Exodus dahinter stehen zu haben, haben. Ihr wisst, was ich meine. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Oh, Ella wird hier gepickt. Wird hier Ella wirklich gepickt, meine lieben Leute? Wir gucken uns mal kurz hier den Killfeed an. Wir haben hier vom Beatsam 7-0. 7-0, Leute. Nach zwei Runden schon so rasiert. 7-0. Der war fast an jedem Kill beteiligt, meine Freunde. Er hat schon einen bekommen. Dankeschön, Joanna. Ja, bitte nicht spam, Leute. Sonst gibt es ein 600-Sekunden-Timeout von der lieben Joanna, meiner wunderhübschen Moderatorin hier. Lieber Mod, könnten Sie nicht timeouten. Ja, wenn rumgespammt wird, dann Luca, dann kann Joanna da auch nicht anders und nicht widerstehen. Und jetzt wird das erste Mal oben verteidigt. Hat natürlich, also meiner Meinung nach, die bessere Strat ist, damit anzufangen, erst oben zu verteidigen, ja? Weil meiner Meinung nach ist oben der beste Raum zum Verteidigen. Ja? Und danach, direkt danach, ja, kommen Kitchen so. Kitchen, eine schöne Kitchen-Strat, ja? Wo man offen nach Bakery spielt so, mit Castle am besten, ist immer am besten. Meiner Meinung nach, weil du dann Bakery komplett im Blick hast und da auf jeden Fall dafür sorgen kannst, dass da keiner reinkommt. Wenn man die Double Door natürlich nach draußen zu Chris mit Market natürlich verstärkt. Wir schalten mal rein, wie er verteidigt wird. Wird auf zwei Treppen verteidigt? Jäger spielt hier auf jeden Fall auf ihr Heim. Und wieder, ja. Alle spawnen wieder. Von der Westside. Oder? Ne, jetzt sind nur vier Leute. Ne, doch fünf. Beatsam ist da unten noch und läuft da noch rum. Da wird sich auf jeden Fall hochgeseilt. Wir gucken mal, wie hier gerade momentan gespielt wird. Da wird sich auf jeden Fall erstmal hochgeseilt. Easy. Er hat eine Verwarnung vom Streamer bekommen, aber er hat weitergemacht. Also hat er, genau. Joanna, danke auf jeden Fall. Gut, wir konzentrieren uns weiter aufs Casten. Da ist der erste Hatch auf jeden Fall offen. Da ist der zweite Hatch auf jeden Fall offen. Und da wird schon ein bisschen geprefired anscheinend von Sophia. Wir schalten mal kurz in das Aim von Sophia rein und schalten noch gleich nochmal zu Ash, wie da auf jeden Fall abgeaimt wird. Lennox ist auf jeden Fall gut dabei. Es wählen natürlich Lennox. Wir schalten nochmal kurz rein. Ich muss mal kurz gucken, was Lennox hier für ein Rang ist. Dia mit 4568 Punkten. Nicht schlecht auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall gedroht. Wir schalten mal kurz rein. Wird da Red Stairs gedroht? Anscheinend ist Red Stairs keiner. Nach hinten raus scheint auch keiner abzuaimen. Bis jetzt noch kein First Blood, beziehungsweise keinen ersten Frag von beiden Teams. Alle leben noch. Und kommt da sogar noch die Claimer? Kommt da noch die Claimer? Oh, da kommt Monte. Da wird von unten. Wir schalten mal schnell zu Jäger. Wir schalten mal schnell. Obwohl, jetzt könnte der erste Gunfight kommen. Wir schalten mal schnell zu Jäger. Jäger könnte sich Monte holen. Das ist jetzt interessant. Ist jetzt sehr interessant. Natürlich hat sich jetzt... Wir müssen zu Jäger. Wir müssen bei Jäger bleiben. Wir müssen das mit Jäger beobachten. Das ist so interessant. Beatsam holt sich mit der Granate. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wird er gepusht? Wir müssen aber trotzdem bei Jäger bleiben. Das ist eine sehr interessante. Sehr schöne Rotation. Sehr. Oh. Schwierig. Da kam der Call auf jeden Fall. Sophia raus und von hinten kommt Ash. Schön gemacht. Ash nimmt sich natürlich Jäger raus. Jetzt nur noch Bennett. Bennett One-Shot. Nur noch Maestro, der als einziger Full HP hat. Das wird jetzt natürlich schwierig, die Runde. Monte kommt und haut ihn einfach weg. Okay, das war's. Die Runde geht definitiv, denke ich. Außer da wird noch auf jeden Fall Ash rausgenommen. Dann hätte Bennett auf jeden Fall noch eine Chance gegen Monte. Aber da kommt auf jeden Fall der Plan. Wir schalten mal zu Bennett rüber. Bennett kann natürlich Monte nicht stoppen. Das ist fast unmöglich, ihn von hinten zu treffen. Und Ash aimt natürlich über das Loch ab. Und könnte, sobald er in Freezer rotiert, ihn holen. Sehr gut gespielt. Die Rotation finde ich sehr gut von Bennett momentan. Könnte damit Ash und Ash rechnet gar nicht damit. Ash rechnet. Oh! Shit, Leute. Double Kill von Bennett. Bennett könnte sich jetzt Monte holen. Er könnte sich. Ah, C4 ist schon weg, Leute. Ich sehe gerade, C4 ist schon weg. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das geht nicht durch. Nee. Er täuscht an und dreht sich um und holt. Das durch. Das Thema ist Geschichte.
Das Thema ist Geschichte. Gut gespielt. Gut gespielt auf jeden Fall. Sehr schöner Move auf jeden Fall. Bennett, also Respekt an Bennett hier. Respekt an Bennett, gespielt von SXQ. Oder nee, SX. Wie heißt du Französisch? Ja? Oui. Oui. Spricht man nicht so Oui aus? SXWI. Exodus. Auf jeden Fall gut gespielt. Da hätte ich natürlich die Daumen gerne gedrückt. Natürlich steht es jetzt 3-0 für Your Desperation. Aber man hätte natürlich damit rechnen können, dass er noch Monte rausnimmt. Das hätte ich ihn auf jeden Fall gewünscht. Es war eine sehr gute Rotation und hat noch Ash rausgenommen. Ash hat damit gar nicht gerechnet. Sehr gut gespielt auf jeden Fall. Da wird von Monte zu IQ gewechselt. Wir haben hier auf jeden Fall bei Black Sky in Capitao. Und unten haben wir bei Trey in Maestro. Pick auf jeden Fall. Ich bin gespannt, liebe Leute. Ich bin auch so gespannt, wie wird die Verteidigung, wie wird die Angriffrunde, wenn er natürlich gewechselt wird, wie wird da gespielt, wie wird da welches Strat gewählt und wird er natürlich zuerst auch unten in der Kitchen verteidigt oder gehen sie denn nach oben? Das ist die Frage, ja. Hier sehen wir nochmal eine schöne oben eine Verteidigung, die wunderschönen Bomben, liebe Leute, und da wird wieder verstärkt. Ja, so anhand der Strats kann man nicht so viel sagen. Maestro platziert seine Cam neben der B-Bomb, wo ich eher sage, warum denn nicht im Piano-Raum hier eine wunderschöne Maestro-Cam, um da so ein bisschen zu gucken, was da abgeht. Auf jeden Fall sehr gut. Wir gucken mal, wo natürlich die Angreifer gleich spawnen. Ich denke, dass sie natürlich alle wieder, ja, in der Westside spawnen. Christmas Market, da wird wieder angegriffen. Und, genau. Da wird sich wieder nach oben repaid. Hochgeseit, meine ich natürlich. Für die deutschen Spieler. Und... Also wundert euch nicht. Ich muss mal kurz mein Handy ausmachen, ich kriege zu viele Nachrichten, Leute. Das stört zu krass beim Carsten. Sorry für die kleine Unterbrechung. Und da sind schon beide Hatches offen. Die World steht 3-0, Your Desperation. Es ist noch nichts verloren, alles ist noch offen. Und wer gewinnt dieses Match? Natürlich ist noch nichts vorbei, wenn man hier einmal eine Runde verliert. Theoretisch als Team generell eine Runde verliert, ist es nicht so schlimm. Da ist IQ schon drinne. Ja, da ist IQ schon drinne. Vielleicht gibt es da den ersten Fight zwischen... Oh. Und Bennett holt sich wirklich IQ raus. Gut gespielt auf jeden Fall. Kapi, One-Hit. Was ist da oben los? Und da könnte jetzt rotiert werden. Da kommt Ash jetzt hoch. Und wir schalten mal zu Ash. Das könnte ein interessanter Gunfight da unten werden. Bizarre auf jeden Fall. Bizarre Sledge holt hier einfach den Maestro raus. Gut gespielt auf jeden Fall. Gut gemacht, auf jeden Fall, gut gemacht. Danke auf jeden Fall, Johanna, dafür, Joanna, da hast du auf jeden Fall einen Ehrenbutton verdient. Deine Bezahlung kriegst du später. So, da wird auf jeden Fall nochmal gedroht von Sledge. Sehr, sehr gut. Ich guck mir mal gerne mal hier rein, was natürlich Valkyrie macht. Wird Valkyrie in den Drohnen sein, in den Camp sein. Da ist aber noch der C4 am Start. Ja, wir sehen hier natürlich, ist das Nitro-Cell noch am Start. Und könnte noch dafür sorgen, dass der ein oder andere Angreifer da einfach rausgenommen wird. Oh, Sledge wurde vom Pia einfach genockt. Bizarre ist damit raus. Nicht schlecht gespielt. Und da ist natürlich zu Piano ist da natürlich offen. Und wir schalten mal. Oh, da war die Chance da für Valkyrie. Was ist da passiert, Leute? Oh mein Gott, nur noch Bennett. White Exodus ist am Start. Wieder mit so wenig HP. Da geht der... Oh, schade, der Plant ist durch. Der Plant wäre auf jeden Fall durch gewesen. Bennett wird rausgenommen, mit so wenig HP kann er gegen zwei Leute eigentlich kaum noch was machen. Er hätte noch rotieren können natürlich. Aber es ist immer eine schwierige Situation. Beide Angreifer waren natürlich auf der gleichen Seite. Da hätte man vielleicht wirklich rotieren können. Aber in so einer Situation ist es immer schwierig zu sagen, wo sind denn beide? Ja, und hier kommt jetzt die Kitchen-Verteidigung nochmal. Da wollen sie nochmal probieren. Wir gehen nochmal in die Kitchen und gucken, was da so möglich ist. Wir haben Jäger. Wir haben diesmal Mute dabei. Und Smoke. Und Alibi. Kein Maestro, liebe Leute. Und kein Bandit. Ja. Oder Kaid. Da wird von Alibi nochmal gewechselt zu Bandit. Wo wird da hin gewechselt? Alibi? Überlegt sich das? Von Alibi zu Alibi oder von zu Kaid? Ja, okay. Bennett oder Kaid war jetzt klar, dass das jetzt kommt von dieser Seite aus. Auf jeden Fall gut gemacht.
gut gespielt, Leute. Gut gespielt. Danke auf jeden Fall für die Follower, Leute. Danke auch für die ganzen Spenden. Natürlich muss ich nochmal erwähnen, wenn jetzt irgendwelche Spenden reinkommen, jedet natürlich an die DKMS. Nochmal, ja, wir müssen den Blutkrebs zusammen besiegen. Nur wir schaffen das zusammen. Ja, alleine ist das relativ schwierig. Und da mein Opa selber damals am Blutkrebs gestorben ist, ist das natürlich wirklich eine Ehre für mich, das hier zu casten. Und bei dem Charity-Event dabei zu sein. Natürlich liebe ich da nochmal raus an Hegasoft, die das da mit organisieren. Und natürlich checkt Entertainment aus, ja. Ein Ehrenmann vor dem Herrn. Natürlich hab ich gerade ein paar Absprachenprobleme. Aber ey, Digga, scheiß drauf, schwamm drüber. Wir müssen auf jeden Fall eine WhatsApp-Gruppe machen, alleine von den Castern, wo dann natürlich drüber gesprochen wird, wer was castet, damit soweit vielleicht nicht passiert. Und ich natürlich auch das so gerne planen würde, dass ich würde dich gerne hosten, wenn du halt castest. Nicht, dass wir gleichzeitig casten. Das wäre natürlich immer schwierig. Aber danke auf jeden Fall für dein Host. Liebe geht da auf jeden Fall in deine Richtung. Und für die Leute, die neu sind im Chat, checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Ich werde gleich den Link nochmal reinposten. Ansonsten kann eine Joanna gerne mal machen, den Link reinposten und lass dir mal einen Follower da. So, Westside wird wieder gestartet. Wir haben hier wieder Ash, Sledge, Twitch, IQ und Hibala. Eigentlich eine wunderschöne Aufstellung, ja. Eigentlich haben wir theoretisch vier Frauen, die mit einem Typ kämpfen, und zwar Sledge. Und das mag ich eigentlich. Das mag ich eigentlich total, wa? Aber, Leute, wir wollen uns jetzt mal nicht so drauf konzentrieren, was ich mag, weil hier wird nämlich wieder Bakery nicht offen gespielt, was ich eigentlich am meisten bevorzuge und am geilsten finde, wenn es natürlich offen gespielt wird. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Strat. Wird hier aber nicht angewendet, wird hier nicht gespielt, ja, und Smoke rennt zurück in den Raum und wir gucken mal, wo die anderen sind. Wir haben hier nur noch zwei Verteidiger und da kommt Jäger. Wir schalten mal zu Jäger. Vielleicht der erste Gunfight? Vielleicht der erste Gunfight? Sehen wir sonst hier noch irgendwo was? Sledge ist schon ein bisschen angehittet. Ich würde eigentlich wirklich gerne bei Jäger bleiben. Käse ist ganz oben, Leute. Was für eine abgefahrene Strat. Was haben die denn vor? Okay, wir schalten. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall bei Jäger. Jäger ist auf jeden Fall straight. Wir sehen natürlich, dass der Angriff... Wir müssen bei Jäger bleiben. Wir müssen bei Jäger bleiben. Schön oh. Da wird Ash rausgenommen. Trey haut hier einfach was raus. Trey ist natürlich Kaid und holt sich hier den ersten Frag. Schön gespielt, Jäger. Schöner Headshot an Beatsam. Nimmt damit natürlich Sledge raus. Der einzige Typ in dieser Runde momentan. Also von den Operatoren, Leute. Ja, also keine Diskriminierung. Frauenquote muss da sein. Und da kommt... Oh, da kommt IQ. Oh, IQ nimmt sich aber Jäger raus. Und wir schalten schnell zu... Käse. Wir haben nur noch zwei Angreifer. Käse ist noch oben und holt sich IQ. Schöner Hinter. Also nicht hintern. Leute, ihr wisst mal. Und wir haben wirklich nur noch Hibana. Hibana könnte jetzt natürlich ein 4K machen. Wir drücken alle die Daumen, dass jetzt Hibana das 4K jetzt auf jeden Fall kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Da wird nach oben rotiert, um vielleicht über den Dropper zu gehen. Da kam der Call. Da kam der Call von einem Teammate. Käse ist oben, Leute. Ja. Nur so kann ich es mir vorstellen. Oh, shit. C4. In your face. Wir gucken uns das nochmal an. Smoke wirft und zündet, Alter. Huhu. Schön gespielt. Und damit, und sogar ohne Vagri, gut gespielt. Ja, schreib mich nochmal später an. Ja, ich schreib dich gerne nochmal später an, Antatürkment. Ich würde dich direkt über Instagram, Discord anschreiben und dir da meine Handynummer schicken, damit wir einfach mal zusammen eine WhatsApp-Gruppe machen. Vielleicht so ein bisschen schnacken können und so. Danke auf jeden Fall für deinen Host, Bruder. Liebe geht auf jeden Fall richtig raus in deine Richtung. Genau. Wie lange geht das noch? Das geht so lange, bis das Spiel vorbei ist, Bruder. Genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, da haben wir den R6-Peak auf jeden Fall von Alibi zu Puls und IQ zu Doka Ebi. Interessante Wahl. Sophia, Doka Ebi, Hibana. Da haben wir schon wieder sehr, sehr viele Frauen. Da ist die Frauenquote auf jeden Fall am Start, würde ich mal sagen. Und wir checken das auf jeden Fall mal aus. Wieder nur Sledge als einziger Mann, der als männlicher Operator. Hier wird oben verteidigt. So. Sechste Runde, Leute. Letzte Runde der Verteidigung von Exodus. Danach wechseln wir natürlich. Your Desperation wird dann in die Verteidigungsrunde gehen und zeigen, was sie können. Ich finde es natürlich richtig schade, dass es nur eine Runde ist, dass es Best of One ist. Ich hätte gerne hier ein Best of Three ab. Aber okay, das ist nämlich sehr interessant. Das hätte ich gerne Best of Three ab. Trotzdem sehr interessant ist auf jeden Fall Gruppe F. Checkt auf jeden Fall aus. Und auf jeden Fall noch Entertainment auschecken. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, hat gerade drin geschrieben im Chat, ich weiß 3 Minuten Delay. Aber Leute, Entertainment, lasst ihn mal da, lasst ihn mal ein Follow da, richtig Ehrmann.
So. So, Westside wird wieder gestartet. Alle 5 Leute, beziehungsweise alle 4 Frauen. Plus ein Operator, der männlich ist, und zwar Sledge. Beatsam. Beatsam führt hier die Frauen an. Obwohl eigentlich Ash ja der Teamleader ist. Und wollen wir da gleich mal bei Ash reinschauen? Ash droht nicht. Sondern geht da gleich auf Konfrontation. Da wird sie auf jeden Fall schon entdeckt. Und da könnte... Oh, da ist Puls direkt vor ihm. Puls checkt das natürlich schon. Oh, Puls kommt und pusht! Sehr schön gespielt. Von hinten noch. Von hinten noch. Ja, es war so klar, dass jetzt... Das war klar, dass Ash jetzt rausgenommen wird. Auf die Range natürlich. Schwierige Situation. Jäger, mal gucken, ob Jäger jetzt, nachdem er Ash getötet hat, nochmal nach hoch rotiert. Zu Kaid, da gibt es jetzt Komplikationen. Da sind beide auf den Stairs natürlich nicht gut aufgeteilt. Chris, du bist ein Ferkel, schöner Hintern. Ich meinte schöner Hint. Wieso darf ich nicht spammen? Basinga, weil du nicht spammen darfst. Wo darfst du denn spammen? Welchen Live-Chat, Bruder? Ich möchte da auch noch die anderen Kommentare lesen, nicht nur deins. Ja. Aber gut gespielt. Aber trotzdem steht jetzt 4:1. Letzte Verteidigerrunde von Exodus. Es steht 4:4, liebe Leute. Es ist noch alles drin. Es könnte der 2. Punkt sein für Exodus. Es könnte ein 4:2 sein. Oder es könnte ein 5:1 sein. Was fast schon vor dem Matchball ist. Und sehr entscheidend sein könnte natürlich für dieses Match. Und für Your Desperation natürlich fast schon der Sieg ist. Fast schon der Sieg. Ja, natürlich ist noch nichts verloren. Wenn Verteidigung an Angriff getauscht wird, ist es meistens so, dass da immer neu organisiert wird. Oh. Da ist Doc und Maestro raus. Wir schalten mal, bleiben hier auf Jäger. Der jetzt natürlich nach oben rotiert und Hibana rausnimmt und Sophia rausnimmt. Könnte nachladen, muss nur noch, gar keinen Schuss drin hat. Oh, und daneben aimt. Oh, böse. 5:1, aber trotzdem gut gespielt. Die Verteidigung war trotzdem ein bisschen, ich sag mal, gestreut in dieser Runde und hätte enger zusammenspielen müssen, meiner Meinung nach, aber trotzdem, jedes Team hat natürlich seine Strats, nachdem es spielt, und die als Caster immer gleich zu durchblicken, ist nicht ganz so einfach. Es gibt natürlich viele Standard-Strats, die viele Leute spielen, wo man dann sagen kann, okay, so und so läuft es ab und so müsste theoretisch ablaufen, da und da an diesen Spots lauern, beziehungsweise warten halt Operator. Da wird Clash genommen. Die erste Verteidigung hier für Your Desperation, und da wird gleich Clash genommen. Oh mein Gott, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und noch ein Frauen-Operator. Hibana, Twitch und Sophia unten, also Exodus steht auf Frauen. Ach nee, das war ja gerade Your Desperation, was der nun Frauenteam hatte im Angriff. Gut, Leute, kleine Verwechslung. Kann passieren. Da wird auf jeden Fall nochmal gewechselt. Okay, Clash ist nicht da, sondern zu Castle. Da wurde wahrscheinlich nochmal vom Team her gesagt, yo, wir wechseln nochmal schnell. Bitte wechseln nochmal schnell zu Castle. Kann ich mir gut vorstellen, weil Castle natürlich ein sinnvollerer Operator ist. Obwohl Clash viele, viele Sachen machen kann, die sehr hilfreich sind für das Team. So, wird jetzt der Matchball fallen? Wird jetzt Your Desperation den Matchball sich gönnen? Oder sagt Exodus, nee, nicht mit uns, Leute. Wir holen uns hier die Punkte, die uns noch zustehen. So, in der Kitchen wird verteidigt und ich mache endlich mal meine scheiß Kippe an. Auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt, liebe Leute. Auf jeden Fall wunderschön. Einige Spieler kenne ich natürlich hier schon von Exodus und natürlich von Your Desperation, da sie auch schon bei meinen Turnieren dabei waren. Ich habe jetzt ungefähr 14 Turniere selber schon organisiert, natürlich auf YouTube und auf Twitch. Jetzt mal ein kleines bisschen Eigenwerbung. Falls ihr Bock habt, könnt ihr da gerne dabei sein. Irgendwann mal werde ich 500 € Turnier machen. Aber das erst im Januar, liebe Leute. Und jetzt wieder zurück hier zum Cast. Und natürlich danke nochmal an Hegasoft. Liebe geht auf jeden Fall nochmal raus. Danke nochmal an der Türkman, dass er hier einen Host rausgehauen hat. Und wir schauen nochmal rein. Hier wird natürlich nicht offen gespielt. Immer Strat, sag ich, wa? Und da wird natürlich wieder vertikal gespielt. War natürlich eine sehr kluge Entscheidung, das vertikal zu spielen. Und ich weiß nicht, ob der Angriff leichter ist als die Verteidigung, Leute. Das kann man immer nicht sagen. Da wird auf jeden Fall schon... 3 Leute sind komplett oben. 4 sogar. Bug habe ich gar nicht gesehen. 4 ist auch oben. Schwierig zu sagen. Und Tibana ist noch am Drohnen.
Also wir sehen hier sozusagen auf einen Blick, wo alle Operator sind. Da wird auf jeden Fall neu drunter. Da wird sehr vorsichtig gespielt. Wir schalten auf jeden Fall sofort zu Bug. Bug, der jetzt gegen Bizam den ersten Gunfight haben könnte. Oh ja, hat er auch. Oh, und nimmt damit schön Virgil raus. Gut gespielt hier. Gut gemacht. Und hier ist Jacke, der gleich wahrscheinlich versuchen wird zu tracken. Meiner Meinung nach eine gute Entscheidung. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Leute, die Onside spielen. Bakery ist auf jeden Fall Jäger. Jäger könnte natürlich rauspushen und Tibana holen. Das wäre ein sehr, sehr guter Schachzug. Bleibt er aber auf jeden Fall safe. Und wir schalten mal zu Smoke. Der nächste Gunfight wird zwischen Smoke und Jacke sein. Smoke ist rechtzeitig wegrotiert. Verdammtes Glück, er müsste natürlich jetzt Jekyll hören. Man muss anfeuern, ja, man, natürlich muss man an. Singer. Da kommt der nächste Gunfight, da kommt der nächste Gunfight. Oh! Keine Chance mehr, von zwei Seiten gesandwiched. Schwierige Situation hier. Der Angriff läuft sehr stabil, der Angriff läuft wirklich sehr, sehr stabil. Muss ich sagen, wir schalten mal schnell zu Castle. Castle, schwierige Situation jetzt. Piekt aber trotzdem. Piekt trotzdem, was eine blöde Entscheidung ist, nicht pieken. Oh doch, okay, das war sexy. Das war sexy. Jetzt die Banner vor sich. Er rotiert zurück, on Zeit natürlich. Oh, 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 das hat sich aber schnell geändert, Leute. Das hat sich schnell geändert. Nur noch Jekyll übrig, der mit raus, mit dem C4 rausgeholt wird. Nicht schlecht. Und Crazy X hat auf jeden Fall das Game geleftet. Wir haben am Anfang ja schon die Regeln klar festgestellt und haben gesagt, wenn so spät in einer Runde jemand leftet, dann werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Es gibt keinen neuen Rehost bzw. Recast, weil es einfach schon zu spät ist. Es steht 6:1. Die Wahrscheinlichkeit, es ist jetzt auf jeden Fall Matchboy. Er müsste jetzt auf jeden Fall zurückkommen. Ich denke, dass das untere Team nicht gleich Operator auswählt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da im Team Exodus irgendwie Unstimmigkeiten und er ist einfach gerage-critted. Schwierige Entscheidung jetzt. Schwierige Entscheidung natürlich für mich als Caster jetzt. Sie könnten natürlich jetzt 6:1 wieder einstellen und dann könnten sie nochmal gegeneinander zocken. Allerdings glaube ich, dass hier Your Desperation klar im Vorteil ist, obwohl Exodus sehr sich angestrengt hat und auf jeden Fall gute Strats gespielt hat, allerdings nicht viele zum Erfolg geführt haben. Doch kann man sagen, guck dir Win und Loses in der Pro League an. Du Blepp, warum beleidigst du mich denn jetzt, Digga? Da könnte aber Joanna mal was regeln. Mit dem schönen Hintern. Auf jeden Fall gut gespielt. Hier wird oben mal verteidigt. Da wird ein Jäger schon, ein Tibane, ein Valkyrie schon Hits ausgeteilt, obwohl das Spiel noch nicht mal angefangen hat. Auf jeden Fall stabil. Auf jeden Fall stabil. Ist natürlich ärgerlich, dass jetzt natürlich jemand rausgeflogen ist. Da vor allem beim Matchpoint, das ist eine schwierige Situation jetzt. Da werde ich gleich noch mit den Jungs sprechen. Wir merken uns auf jeden Fall 6:1 steht. Wenn der Angriff jetzt sitzt, könnten sie natürlich jetzt den Angriff noch für sich entscheiden. Ansonsten immer für das Team, was hinten liegt, theoretisch entscheiden. Weshalb ich eigentlich auch fast, ich weiß nicht. Wäre am Anfang passiert, dann hätte ich auf jeden Fall rehostet. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein Rage-Kick war, weil das genau nach der Runde war, wo ich halt mal zuerst rein. Dass da Rage-Kick wurde. Das ist immer schwierig zu sagen. Danke, liebe Leute, auf jeden Fall für die Follower. Liebe geht auf jeden Fall raus in eure Richtung. Ash ist wieder nach unten. Hibana ist raus, First Blood. Und hat natürlich auch den Diffuser und wird jetzt wahrscheinlich gleich droppen. Wird IQ droppen. Schön gespielt von Ash. Schalten wir. Oh, schön gespielt von IQ.
Nur noch Ash und IQ. Die Chance ist da. 2-3 ist okay. Wir haben nur noch IQ drüben und IQ geleftet. Nee, Ash leftet. Ash ist auf jeden Fall gerade leftet. Double Kill. Schade. Komm. Jetzt würde ich, wenn ich Your Desperation wäre, würde ich nur noch mit Piste spielen. Und da geht der Left auf jeden Fall raus. Da leften sie alle. Was auf jeden Fall ein klares Zeichen dafür ist, dass das ein Rage Quick war von ihm. Und da auf jeden Fall nochmal miteinander gesprochen werden sollte mit den Teammates. SS Mario, danke für dein Haus. Liebe geht auf jeden Fall raus. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber trotzdem eine geile Runde, geile Runde. Ich werde trotzdem nochmal. Liebe Regie, schaltet mich mal runter bitte in die Spielerlounge. Danke. Und wir gucken mal, was die Teams beide dazu zu sagen haben. Trey, Exodus scheint noch drin zu sein. Wir quatschen mal mit beiden Teams, was ist da passiert, was war da los? Der Türkman da, ich habe gerade eingeschaltet, wo du vorhin gesagt hast, was hast du gesagt? Woran hat sie gelegen? Ja, woran, die Frage kommt auf, woran hat sie gelegen? GG. Man fragt sich immer, woran hat sie liegen. Aber nee, komischerweise, aber ihr seht es wahrscheinlich genauso wie ich, dass es auch ein Rage Quit war, in der, als es 6-1 für euch stand. Klar. Naja. Also meinst du wie Ash oder noch bevor die Runde angefangen hat? Nee, also als alle Operator noch drin waren von den anderen. Und dann auf jeden Fall. In der Bakery war. Genau, und es also schwierige Situation noch. Für mich das einzuschätzen, aber ein Rehost würde ich auf jeden Fall nicht machen. Okay, jetzt, weil das erste ist es zu spät so. Also viel zu spät in dem Rundenfortschritt. Aber ihr habt auf jeden Fall krass gespielt, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich habe mich gefragt, warum ihr Bakery nicht offen gespielt habt, warum ihr Bakery verstärkt habt. Hättet ihr doch Bakery. Also ihr habt trotzdem gewonnen, aber trotzdem hättet ihr doch Bakery nach vorne. Ja. Weißt du? Ich habe keine eingespielte Squad, deswegen so viele Sets haben wir nicht. Wir haben jetzt einzelne Sachen genommen, die man zu zwei, also zum Beispiel TZ-Kugelflura. Haben ein paar Shreds zusammen und der rechte ist halt mehr oder weniger zusammengeworfen, deswegen haben wir einzelne Sachen genommen, die man zu zweit halten kann. Chris? Okay, okay. Stabil, Jungs. Ja, was ist los? Morgen um 14 Uhr, aber ich glaube, der Cast schneidet, da könntest du eigentlich. Morgen kann ich nicht so. Morgen bin ich leider unterwegs so. Morgen bin ich den ganzen Tag auf Achse. Eine Frage. Ja. Wird der Stream gespeichert? Kann man den nicht mehr? Der Stream wird auf meinem YouTube-Kanal gespeichert. Also der wird auf Twitch nochmal gespeichert, klar, aber klar, die einzelnen Streams bzw. die einzelnen Casts lade ich nochmal runter und lade die sozusagen auf meinen YouTube-Kanal mal hoch. Also, genau. Und da heißt es. Ja, heißt auch Gebrüder Games. Ja, oder? Bloß mit Ü. Weil ich kann bei Twitch kein Ü schreiben. Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich UE heiße. Aber ja, da könnt ihr gerne nochmal reinziehen, falls ihr lustig seid. Ja. Gut. Kommt der denn heute noch oder erst morgen so? Der kommt morgen erst. Also ich werde jetzt über die Nacht die beiden Castes, die beiden Matches runterladen und beide hochladen. Okay. Ja, also wird morgen auf jeden Fall, ich denke um 10 Uhr oder um 11 Uhr sollten beide Matches schon da sein. Ja. Könnt ihr euch dann morgen angucken. Aber morgen werde ich nicht casten, also falls ihr Bock habt, Sonntag oder so, könnt ihr mich gerne nochmal anschreiben über Discord. Ja. Nein, Samstag 23.30 Uhr circa ist auch unser letztes Spiel. Ja, ich kann den ganzen Samstag halt nicht. Also ich kann erst wieder Sonntag so. Lass uns das Spiel auf Sonntag verlegen, damit wir einen guten Cast haben. Haha, danke. Liebe geht raus. Nee, aber ich werde euch immer fragen, woran hat sie liegen, wenn ihr gewinnt. Müsst ihr euch dran gewinnen. Das ist nämlich ziemlich geil, hat mir abgeguckt bei Enter Türkman. Ja, nee, lass aber auf jeden Fall bei Enter Türkman auch einen Follower da, der freut sich auf jeden Fall ein Ehrenmann. Und ja, dann macht euch noch einen schönen Abend und wir hören uns. Ich weiß. Peace out. Habt ihr Bock auf Minecraft? Peace. Minecraft, Digga, was ist los mit dir? Ja, willkommen von Minecraft. Ich hab Minecraft gespielt, Digga. Also bis eine halbe Stunde vorher war schon Minecraft drin. Minecraft, Bruder, Alter. Hey, ich hab einen Server, Digga. Willst du mitspielen? Nee, ich muss jetzt die Matches runterladen und schneiden. Schade. Also muss ich erst mal. Wenn du Bock hast, der Server ist immer offen, ne? Gerne. Schick mir einfach über Discord eine Privatnachricht mit den Serveradressen, so, dann komm ich gerne rüber. Nee, das ist auch ein PS4-Server. Also ich bin Host. Ach, PS4, okay, gut. PS4 komme ich auch vorbei. Kein Problem, Alter. Das spielen, Digga. Check ich mal aus. Gut, aber check ich wahrscheinlich erst nächste Woche aus. Ja, immer nach dem Carsten, schöne Runde Minecraft. Gut, Leute. Dann macht's gut. Schönen Abend euch, ja? Jo. Jo.
Haut rein. Ciao. So, liebe Leute. Woran hat sie liegen? Nee, der Türkman, sei mir nicht sauer. Aber ich hab vorhin eingeschaltet, als du gesagt hast, woran hat sie liegen? Ich hab mich totgelacht, Digga. Ich hab mich fast bepisst, Alter. Das war so lustig, deswegen musste ich das jetzt mal kurz klauen. Sorry, ja? In deine Richtung. Danke auf jeden Fall für die ganze Follower. Ich lese doch gleich nochmal den Chat vor. Und wir wollen jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist da wirklich passiert? Und zwar, ihr habt ja natürlich ein Ragequit, was ich nicht so geil finde. Ich find's immer ein bisschen blöd. Trotzdem Respekt an beide Teams. Trotzdem muss ich immer sagen, so ein Ragequit und wenn die Teams nicht komplett bis zum Ende spielen und man hat ja gesehen, so, der eine ist gestorben, also Ash, Bright, ist dann gleich rausgejoint. Also ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ich mag das eigentlich nicht. Ich finde, bei so einem Turnieren sollte man auch zu Ende spielen, auch wenn man verliert. Es ist ja jetzt keine K.O.-Runde, ja. Von daher kann man nicht erwarten, dass man nach dem Match raus ist, wenn man mal eine Runde verliert. Das ist mal so. Manchmal hat man schlechte Tage, so weiß man, ist nicht so gut eingespielt. Und dann läuft es einfach mit den Strats nicht. Und dann ist man, steht man halt da, verliert halt mal eine Runde, dann ist es halt so. Ja, da muss man dann halt auch durch und ich glaube, das zeigt dann auch die Stärke des Teams, ja, wenn die Teammitglieder dann trotzdem zusammenhalten und sagen, so, ey, ja, wir haben jetzt immer verloren, scheiß drauf, Kopf hoch, so, nächste Runde wird viel besser am Pirasieren, aber trotzdem nochmal lieben und richtig krassen Respekt, trotzdem an Exodus bei DIV, dass sie trotzdem mitgespielt haben, beziehungsweise am Start waren, dass das alles funktioniert hat mit dem Carsten und natürlich herzlichen Glückwunsch an Your Desperation, ist meiner Meinung nach, oder meiner Einschätzung nach, das dritte Mal, der dritte Match, was heute stattgefunden hat am ersten Spieltag. Ich werde natürlich länger casten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Casts, die dann Best of Three sind, so. Weil da kann man erstmal richtig sehen, was los ist. So eine Map ist immer schwierig einzuschätzen, ja. Weil manche Teams haben bessere Strats auf andere Maps als andere Teams, so, ja. Und vor allem bei Kaffee ist das eine relativ schwierige Sache, weil es meiner Meinung nach sehr, sehr viele Strats gibt, die du in Kaffee spielen kannst. Und wo du halt anfängst zu verteidigen. Auch zuerst hat natürlich... Hab's immer gekriegt. Zuerst hat er Exodus unten verteidigt. Exodus hat zuerst angegriffen. Und Your Desperation hat unten verteidigt und hat Bakery bzw. in Kitchen verteidigt und hat da nicht offen gespielt. Was meiner Meinung nach die bessere Strat ist. Natürlich kommt es immer drauf an, wie man ausspielt. Ja, natürlich kann man nicht sagen, so und so ist die beste Strat. Ja, aber ich, meiner Meinung nach, kenn's halt nur so. Und würde halt meistens auch so spielen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Danke natürlich für die Follower, Leute. Checkt auf jeden Fall, falls ihr Bock habt, meinen YouTube-Kanal aus. Könnt ihr gerne auch mal auschecken. Da kommen dann morgen die ganzen Videos nochmal hoch. Von dem Match, da werde ich mich jetzt gleich drum kümmern. Danke nochmal an Enter Türkman. Ich hoffe, dass du gleich nochmal streamst, beziehungsweise dann auch mal streamst. Heute noch, wenn du noch streamen solltest, kannst du mir ja schreiben. Ich werde dir über Discord dann gleich nochmal Handynummer schreiben, dann können wir ja mal über WhatsApp ein bisschen schreiben, chatten. Gewöhne ich jetzt schon mal dran, ich war nicht vor, Dicker, ich bin der Typ, der Sprachnachrichten schickt, also von daher, manchmal ist das so, ich rede halt ein bisschen viel. So, und jetzt lesen wir uns, jetzt will ich aber nochmal, bevor es hier zu Ende geht, möchte gerne noch einfach mal hier durch den Chat ein bisschen scrollen und nochmal ein bisschen den Chat durchlesen. Natürlich weiß ich nicht, ob ich das dann morgen noch mit drin schneide. Könnt ihr ja gerne mal in den Chat schreiben, was habe ich denn hier verpasst. Ich meine, wann endet es, also wie viele Runden? Man spielt immer insgesamt 12 Runden. Du musst ein bisschen warten wegen Delay, ja, da hat Joanna recht, sie hat es auf jeden Fall erkannt. Gute Frage. Wann, Joanna, wann antwortet der? Na, wenn ich es gelesen habe. Nices Match, war ein wirklich geiles Match, DIV. Auf jeden Fall Liebe trotzdem raus an beide Teams, ja. Ja, man kann dann auf jeden Fall nicht sagen, ein Team war schlechter als das andere. Obwohl, doch kann man schon, aber man hat mal einen schlechten Tag. Bruder, der Jäger in der Bäckerei war krass, Kappa. Ja. Sag mal jetzt nichts zu, wa? Danke für den Followern. Ist das jetzt fertig? Ja, jetzt sind wir fertig. Man spielt bloß immer eine Runde, beziehungsweise haben wir Best of One. Bruder Games, Fortnite, bla bla. Ja, mache ich denn noch? Morgen bekommst du ein Livestream Enter Türkman, lacht mich aus. Fui Fortnite. Woran hat sie liegen? Na, ich sag mal, woran hat sie liegen? Also, man fragt sich ja immer am Ende, woran hat sie liegen? Es ist Hammer, Alter. Müsste ich eigentlich jetzt auch nochmal als Clip einspielen. Genau. Der Quick war nicht so schnieke. Ja, fand ich auch nicht so geil. War sowieso klar, dass Black Skies Team gewinnt. Für mich war nicht klar, Your Desperation
ich weiß nicht, ob ich da Spieler wirklich schon persönlich kenne. Ausrufezeichen Store, wenn ihr an Store wollt. Nee, Store, Joanna, Store. Ausrufezeichen Store. Paar Leute von Exodus kenne ich, weil ein paar Leute damals in einem Team oder beziehungsweise in kleinen gespielt haben, was ich früher schon für Turniere veranstaltet habe und da haben sie schon mitgezockt. Ausrufezeichen Store. So, liebe Leute, das war von meiner Stelle aus, von meiner Seite aus. Liebe geht auf jeden Fall nochmal in alle Richtungen raus. Und genau, falls ihr spenden wollt, einen Euro übrig habt oder so, könnt ihr gerne eine Spende raushauen. Alle Spenden gehen natürlich gegen den Kampf vom Blutkrebs, Leute. Und da würde ich mich freuen, wenn da vielleicht noch ein bisschen was zusammenkommt. Mein Goal ist, sind, glaube ich, 1000 Euro, glaube ich. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, jetzt kannst du spammen, Basinger. Jetzt ist mir jetzt auch alle die Latte. Jetzt kannst du spammen, aber nicht, wenn den Caster ist. Nochmal, vielleicht stellt irgendwer wirklich mal eine wichtige Frage. Und die wird dann einfach überlesen. So. Auf jeden Fall, danke für das Followern. Für heute ist Feierabend, Tiki. Für heute ist Feierabend, schade, du streamst gar nicht mehr heute. Danke, Universal, für deinen Follower. Schade, schade, schade. Ich dachte, dass da heute noch ein Stream von dir kommt. Weil ich werde nämlich jetzt auf YouTube weiter streamen. Ja. Also. Falls die Leute Bock haben, können sie da gerne auch nochmal vorbeischicken. Und, genau. Digga, frag doch nicht immer die gleiche Frage, Alter. ZLX Venia War 187, pack nicht immer die gleiche Frage. Wir warten noch mal ein bisschen ab, bis er hier Your Desperation Ring spammt hat, der Basinger. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid bei dem nächsten Cast wieder dabei. Und ich werde auf jeden Fall das nächste Mal am Sonntag casten um 19 Uhr. Da geht's auf jeden Fall weiter. Die beiden Teams habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Nee, Joanna ist okay. Lass ihn doch spammen, wenn er Bock hat. Jetzt ist das Match vorbei, so jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Jetzt kann er gerne rumspammen, wenn er Bock hat. Das ist mir Latte, Alter. Ja, außer halt nervt dich krass, Joanna. Dann kannst du machen, was du willst. Du bist Mod. Du bist meine Mod-Königin von daher. Mach, was du willst. Genau, trotzdem danke nochmal an die 20 Euro Spende an Kofkin heute. Die werden auf jeden Fall schön an die Blutkrebskasse gehen. Und Unehre. Unehre. Danke auf jeden Fall. Alter Türkman, lass auf jeden Fall mit dem Follow da. Achso, ich wollte deinen Link nochmal reinposten. Den mach ich nochmal schnell. Bevor es hier zu Ende ist, Leute. Werde ich da nochmal schnell den Link reinposten. Auf Ehrenbasis. Lass doch Basinger unseren Ultra in Ruhe. Ja, öffne mal die Alpha-Pakete. Ich spare, bis ich 500 Alpha-Pakete habe. Ich habe das letzte Mal 300 Alpha-Pakete geöffnet und ich spare jetzt bis 500, liebe Leute. Ja, ich habe immer Alpha-Pakete gespart, seitdem ich Rainbow Six Siege auf der PlayStation zocke. Ansonsten zocke ich seit Release auf dem PC. Auf dem PC. Die Mulli, kennst du Army of Temper? Ja. Geht es jetzt gleich bei YouTube weiter mit dem Turnier? Ja, bei YouTube werden wir gleich das Turnier, was ich organisiere, weiterspielen, ja. Genau. Da geht's dann auf jeden Fall auch gleich weiter, denke ich mal. Wurde jetzt schon Elvis. Ich werde, glaube ich, erstmal was essen. Dome, die Mutti, ha, wer bist du? Okay, Leute. Danke euch, Leute, danke für das Followern, danke für das, ich bin Angel Dome. Lass ihn spammen, lass ihn doch spammen. Ein Ultra vom Feinsten, Alter. Jetzt schon sehr, Alter, wirklich schon sehr. Gut, ihr kann nicht weitermachen. Peace out und reingehauen. Ich hoffe, wir sehen uns zu dem nächsten Turnier. Danke natürlich für die Followern, danke für die ganze Unterstützung. Danke an Hegasoft, dass ich das Charity Event casten darf. Danke natürlich an die KMS, dass ihr gegen den Blutkrebs kämpft. Danke an Enter Türkman. Gyra, Gedon, genau. BTW, schicker Cast, dankeschön. By the way, schicker Cast, dankeschön. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe mir extra meine Frisur nicht geschnitten. Ha, reingelegt. So, jetzt reicht's aber auch mal, Leute. Jetzt reicht's auch mal. Ja, ihr könnt hier ruhig reinspammen, aber ich muss hier auch irgendwann mal was essen gehen. Und ich werde jetzt was Schönes essen. Und zwar werde ich hier die pommersche grobe Leberwurst auf essen. Hammer. Hammer, kann ich euch nur empfehlen. Peace out und reingehauen. Schönen Abend euch. Wir sehen uns zum nächsten Cast. Ich bin auf jeden Fall, mein Cast wird auf jeden Fall am Sonntag stattfinden. Checkt auf jeden Fall Enter Türkman aus. Der wird morgen auf jeden Fall streamen, denke ich mal. Glaube ich jedenfalls. Und das war von den Bruder Games. Peace out und reingehauen, meine Hübschen. Ja, wir sehen uns.